PD! Clear the area! Now! Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einer neuen Folge von GTA 5. Diesmal tatsächlich was ganz Besonderes. Das allererste Mal, dass ich ein Rennen fahre. Ja, also ich habe schon mal ein schönes Auto, aber was ich dazu sagen soll, ja, ich weiß noch nicht so wirklich. Am Anfang war das richtig mies gewesen. Da wurde ich erstmal von diesen komischen Orangenen erstmal voll beiseite gedrängt. Und dann dachte ich so, ja, okay, scheiße, fängt ja schon mal gut an. Eigentlich kann ich es sein lassen, aber egal. Ich habe ein geiles Auto, wir fahren die Strecke trotzdem so ein kleines bisschen. Sie ist eigentlich, also für einen Anfänger, finde ich sie wirklich eigentlich ganz cool gelungen, weil es eigentlich wirklich nur geradeaus ist. Es gibt keinen Gegenverkehr. Ich weiß das nicht, also so unbedingt, ob es beim Rennen so üblich ist. Ja, ob da jetzt Autos kommen oder nicht, oder ob es verschiedene gibt. Hier war dann eigentlich eine ganz coole Stelle gewesen, wo ich mich dem richtigen Käse geführt habe. So, what the fuck, ich bin Erster, ich freue mich so. Mir war das so scheißegal gewesen, wie lange ich es hinkriege, Erster zu bleiben. Aber hey, ich habe es geschafft und hatte wenigstens so ein kleines bisschen, so ein kleines Glücksgefühlchen gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, okay, es waren zwar vielleicht nur 3 Mitspieler, also 2, beziehungsweise also 2 Gegner, ich und 2 andere. Aber ich hatte schon so ein paar Moves, so wie eben gerade, wirklich... Da, wo ich gedacht habe, so, wow, ich bin ja doch gar nicht so schlecht, wie ein gewisser Herr das eigentlich immer sagt, ne, du, Herr, von und zu und so, und ja, und die Strecke ist eigentlich wirklich total easy, da habe ich einen Fail gemacht, ich dachte so, hä, wo drücke ich denn drauf, also, was mache ich denn da, da sind mir die von hinten fast schon wieder am Arsch kleben geblieben, da, wo ich dann dachte, kacke, jetzt habe ich richtig Pech, ja, doch, kann man so sagen. Zum Glück war es nicht so gewesen, ich habe sie richtig gut abgehangen und wusste, ja okay, gut, fahren wir jetzt eigentlich die ganze Zeit jetzt irgendwie weiter geradeaus oder was machen wir da jetzt? Hier müsste das eigentlich genau kommen, da habe ich einen Fail gemacht, da dachte ich, okay, entweder geradeaus oder rechts, okay, 50-50 Chance, ich habe mich erstmal volle Kanne, verfahren, naja, ein bisschen, aber ich bin eigentlich relativ schnell um die Ecke jetzt wieder gekommen. Ja, was kann ich denn sonst eigentlich jetzt noch hier gerade zu meinem Fahrstil sagen? Also ich bin eigentlich tatsächlich relativ begeistert davon, dass ich doch nicht so scheiße fahre, wie ich es eigentlich tatsächlich selber gedacht habe. War auch relativ gut, habe jetzt nicht so viele Unfällchen gebaut. Oh Gott, jetzt fange ich schon an, hier Sachen zu verniedlichen. Und wirklich so kurz vorm Schluss, das ist auch noch ziemlich lustig anzusehen, weil ich habe echt gedacht, so what the fuck, ich bin Erster, oh mein Gott, ich werde gewinnen, oh mein Gott, ich bin voll der Pro und so. Wirklich, ich habe keine Ahnung, das sind vielleicht 2-3 Kilometer gewesen oder so, da wo ich denn der Meinung gewesen bin, tatsächlich mich, wo waren das? Da müssten wir gleich immer warten, auf jeden Fall mich irgendwie nochmal zu schleudern, zu drehen, irgendwie nichts auf die Kette zu kriegen. Und ja... Manchmal ist es echt total mies, aber manchmal geht es halt nicht anders. Genau hier ist nämlich die Stelle, da wo ich dann denke, scheiße, nein, dreh dich, fahr los. Wir haben nur noch so wenig. Und da sieht man ja schon auf der kleinen Karte, dass die anderen beiden doch schon ziemlich nahe sind. So von der Weitläufigkeit her. Und ich habe da echt schon ein bisschen Panik geschoben und dachte nur so, oh bitte fahr, hoffentlich ist das nur noch geradeaus. Und dann ging's los, oh kacke, jetzt muss ich hier nach rechts fahren, sehe überhaupt gar nichts, fliege hier erstmal voll runter und das hat mich richtig, richtig Zeit gekostet. Ich dachte nur so, nein, umdrehen, nein, bitte nicht, bitte schnell. Dann kriege ich diesen blöden Pfeilgedöns da fast gar nicht, muss dann natürlich erstmal wieder im Schwung kommen. Was natürlich auch nicht so einfach ist, fahre natürlich volle Kanne noch dagegen und so, dass ich halt nicht weiter rutschen kann, also ich weiß nicht, wie man das betiteln kann, werde dann natürlich von diesem blöden Arsch vom schwarzen Auto, Mensch, überholt und denkst so, nein, bitte lass noch ein bisschen Zeit haben. Da wollte ich eigentlich ihn so ein bisschen wegdrennen, hat nicht so ganz funktioniert. Er hat es natürlich gleich geschafft, da um eine Kurve zu fahren. Ich dann natürlich hinterher, dachte mir noch, okay, scheiß drauf, ich krieg den bestimmt nicht mehr eingeholt. Hoffe natürlich, dass der Dritte bzw. der Letzte jetzt nicht irgendwie gleich noch um meinen Arsch kleben bleibt. Sozusagen, dass ich halt dann wirklich Letzte bin von 3 Leuten. Der zweite Platz ist schon eigentlich ein bisschen, naja, nicht so dolle. Und mir war das eigentlich klar gewesen, leider Gottes, weil ich halt nicht mehr aus dem Arsch gekommen bin. Ich habe ihn zwar gesehen, aber
Er war doch schon relativ weit weg und als ich tatsächlich das Ziel gesehen habe, wusste ich, okay, ich bin nicht Erste, aber hey, es ist ja nur ein Spiel und ich bin Zweite und ich freue mich in Keks und ja, herzlichen Glückwunsch für den Gewinner. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video, es ist ja wirklich mal was ganz was anderes und dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.